Mensch zu sein, hieß für sie frei zu sein und das wiederum bedeutete, Verantwortung zu übernehmen. Der weibliche Sokrates wird sie von manchen genannt. Jeanne Herrsch, die erste ordentliche Philosophieprofessorin der Schweiz, eine öffentliche Intellektuelle, die wahrlich kein Blatt vor den Mund nahm. Ihre Denkwelt entdecken wir jetzt in einem Durchgang durch Genf. Hier im Quartier Plein Palais ist sie aufgewachsen, Jeanne Herrsch, als Tochter polnisch-jüdischer Einwanderer und wuchs heran zu der eigenwilligen Philosophin, als die sie hier in Genf viele noch erinnern. Ein Leben lang hat sie die Frage umgetrieben, was es heißt, wirklich Mensch und menschlich zu sein. Jetzt treffe ich Simon Zurbuchen, Professorin für Philosophie an der Universität Lausanne. Jeanne Herrsch war ja die erste ordentliche Philosophieprofessorin der Schweiz, vor allem aber eine öffentliche Intellektuelle, ziemlich ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ja, absolut. Zumal sie sich als engagierte Sozialdemokratin und Antikommunistin ja, politisch stark engagierte, obwohl sie als Frau in der Schweiz sehr spät erst das Stimm- und Wahlrecht erhalten hat. Sie trat 1939, damals 29-jährig, der Sozialdemokratischen Partei bei, mit der sie sich dann aber auch überwarf, unter anderem, weil sie sich Ende der 50er Jahre dafür einsetzte, dass die Schweiz über eine atomare Bewaffnung nachdenken sollte, vor allem um sich gegen totalitäre Regime zu wappnen. Sie verurteilte ja auch zeitlebens alles Totalitäre aufs Schärfste. Sie haben das jetzt gerade schon angetönt. Hat das auch mit Ihrem Elternhaus zu tun? Ja, vermutlich schon. Ihre Eltern waren Sozialrevolutionäre und unterhielten hier im Quartier Plein Palais eine offene Wohnung, wo sich Studierende trafen und offenbar nächtelang über soziale Gerechtigkeit, Freiheit und solche Themen diskutierten. Die kriegte Jeanne Herrsch also sozusagen in die Wiege gelegt. Aber ich denke, dass das hauptsächlich mit ihrer Erfahrung in Deutschland zu tun hat. Sie war als Studentin in Freiburg im Breisgau und erlebte den Aufstieg des Nationalsozialismus. Das schuf, wie sie einmal sagte, eine Atmosphäre, die jeden Atemzug vergiftete. Sie war entsetzt, nicht nur, aber auch als Jüdin. Ich war gelähmt. Und da habe ich eine wirklich sehr wesentliche Erfahrung gemacht, von der habe ich oft nachher erzählt. Die Erfahrung, dass der Totalitarismus einen nicht durch den Geist, durch das Denken ansteckt, sondern angreift durch den Körper selbst. Für Jeanne Herrsch war klar, wirklich Mensch zu sein und Verantwortung zu übernehmen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und eine Frage der Erziehung. Sie selbst war eine leidenschaftliche Pädagogin, 20 Jahre lang Gymnasiallehrerin hier in Genf und schließlich Professorin an dieser Universität. Ja, hier stand sie also. Ich stelle sie mir gerade so vor, wie sie mit ihrer rauen Stimme und dem eindringlichen Blick von der Verantwortung sprach, ein Mensch zu sein. Ich wollte eigentlich etwas wecken. Ich wollte im Schüler den Sinn wecken für seine eigene Freiheit. Ja, da war sie ganz Existenzphilosophin, Schülerin von Karl Jaspers. Mensch zu sein hieß für sie frei zu sein und das wiederum bedeutete, Verantwortung zu übernehmen. Ja, von 1966 bis 1968 war sie ja Direktorin der Abteilung Philosophie bei der UNESCO in Paris. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, sie war ja eine der ersten, die sich aus philosophischer Sicht mit den Menschenrechten befasst hat, wobei es ihr vor allem um das Problem der mangelnden Umsetzung dieser Rechte in der Praxis ging. Ich finde besonders spannend, dass sie sich für die kulturellen Rechte interessierte. Für sie galt es nicht, die Rechte eines abstrakten Bürgers der Welt zu verteidigen, sondern von Menschen mit ihren kulturellen Eigenheiten und besonderen Traditionen. Das mündete ja auch in die bekannte Publikation dann, das Recht, ein Mensch zu sein. Ja, dabei handelt es sich um eine große Sammlung von Dokumenten und Sprichwörtern, die belegen soll,
dass die Idee vom Wert eines Menschen in allen Traditionen überliefert ist und eben nicht eine westliche Idee ist. Mhm. Im Bereich der Menschenrechte war sie eine sehr progressive Denkerin. Gleichzeitig hatte Jeanne Hersch auch konservative Seiten. Sie war beispielsweise gegen die Jugendunruhen 1968 in Paris, hat sich auch kritisch geäußert zu den Unruhen in den 1980er Jahren in Zürich. Wie kamst du dieser Spannung? Ja, das stimmt. Sie war den Jungen, die damals in Zürich und anderswo protestierten, vor, sie hätten gar keinen Grund zu rebellieren. Das Problem bestehe nicht darin, dass sie unterdrückt seien, sondern vielmehr, dass sie keine Orientierung mehr hätten, dass ihnen die Werte fehlten. Sie fasste das im Stichwort zusammen, dass der Feind der Nihilismus sei. Möglicherweise war sie auch so kritisch eingestellt, weil es wieder Massenbewegungen waren, die sie an die totalitären Regimes erinnert haben. Ja, den Bezug zu Karl Jaspers haben wir ja schon angesprochen. Jeanne Hersch reiste als junge Studentin nach Heidelberg, eigentlich um Deutsch zu lernen, und geriet dann in die Vorlesungen von Karl Jaspers und blieb. Im Rückblick sagte sie, dass sie zwar fast nichts verstanden habe, aber einfach gespürt habe, dass da mehr sei. Ja, das scheint es eine Art geistiger Übereinstimmung gegeben zu haben zwischen beiden. Jaspers hat Hersch das entscheidende Engagement für die Philosophie vermittelt. Gleichzeitig wie Jeanne Hersch studierte ja Hannah Arendt auch bei Karl Jaspers. Sie stieg dann zur weltbekannten Philosophin auf, vielleicht nicht zuletzt, weil sie ein umfangreiches Werk vorgelegt hat, währenddessen Jeanne Hersch ja eher die Frau der kleinen Schriften blieb, Aufsätze, Zeitungsartikel. Sie bezeichnete sich auch einmal als faul, kokettierte sie nur? Ja, wahrscheinlich schon eher, denn man darf ja nicht vergessen, dass sie auf sehr vielen Ebenen engagiert war, in der Öffentlichkeit, in der Politik, in wissenschaftlichen Gesellschaften. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass sie Karl Jaspers Werk ins Französische übersetzt und dass sie Jaspers als soziale Alternative zum Existenzialismus von Sartre bekannt gemacht hat, vor allem in Frankreich. Nein, wir wollen hier schauen. Da hat es einen ganzen überwachsenen Stein. René Gouzy. Was ist denn da? Komm, wir schauen, ob sie da ist. Ja, hier wurde im Jahr 2000 Jeanne Hersch also begraben, im Beisein einer großen Menschenmenge. Sie hat hier zwar einen schönen Platz auf dem Cimetière des Rois, diesem Ehrenfriedhof, aber ich hätte mir ihr Grab ein bisschen pompöser vorgestellt. Und auch in der Philosophiegeschichte gerät sie zunehmend in Vergessenheit. Ja, aber vielleicht passt das gerade zu ihr. Sie sagte ja einmal von sich, sie sei eher eine Präsenz in der Zeit als die Autorin eines Werks. Wenn es eine Idee von Jeanne Hersch gibt, die wir für die Zukunft bewahren sollten, welche wäre das? Ich würde doch sagen, die existenzialistische Idee der Freiheit. Sie hielt ja fest, dass es in der Geschichte nichts gäbe, was man als definitive Errungenschaft betrachten könnte, weder die Wahrheit noch die Freiheit. Und gerade deswegen war die Demokratie für sie von so großer Bedeutung als Rahmen, der es eben ermöglicht, immer wieder für diese Werte zu kämpfen. Ja, und mir bleibt von Jeanne Hersch ihr stetes Plädoyer fürs Staunen und fürs Fragen. Sie selber hat sich mal als mehr von Fragezeichen bezeichnet. Und mit dem Fragen und dem Staunen beginnt ja bekanntlich auch die Philosophie. Ja, und worüber staunt ihr und habt ihr Jeanne Hersch gekannt? Schreibt es uns, wir sind gespannt. Eine Philosophin, die sich auch ins Zeitgeschehen einmischt, ist Miranda Fricker und sie war gerade kürzlich bei uns zu Gast. Das Gespräch mit ihr seht ihr hier.